Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zum Deckcheck, zum Dark Ascension Intro Pack Grave Power. Das Deck ist, wie ihr eben im Unboxing vielleicht schon gesehen habt, grün, blau. Und wem das Ganze ein bisschen zu schnell gegangen ist, hier kommt nochmal die Deckliste und wir gucken uns nacheinander nochmal die einzelnen Karten an. Ich fange auch mit der teuersten Karte an, also mana-technisch gesehen. Es ist der Ghoul Tree. Es ist für 8 Mana eine 10-10er Kreatur. Und sein Effekt ist aber, dass er 1 Mana weniger kostet für jede Kreaturenkarte, die man im Friedhof hat. Und ja, warum schicke ich die Karte hier vorweg? Denn wir wollen jetzt erstmal im Hinterkopf behalten, dass der Ghoul Tree diesen Effekt hat und das Deck insgesamt davon profitiert, dass wir mehrere Kreaturenkarten im eigenen Friedhof haben. Und ja, wir fangen jetzt mal dann direkt im 2-Mana-Bereich an, weil das Deck hat keine 1-Mana-Kreaturen, nur eventuell den Ghoul Tree, der dann 1 Mana kostet. Wir haben hier den Deranged Assistant für 2 Mana, eine blaue 1-1er-Kreatur, dass wenn man sie tappt, bringt sie uns ein farbloses Mana, also sie macht uns schneller, sie rammt. Hat als Nebeneffekt dann noch, dass man die oberste Karte der Bibliothek in den Friedhof legen muss. Ja, ist natürlich für das Deck ganz angenehm, weil das ist ja genau das, was man kriegen möchte. Und dann haben wir die Ambush Viper für 2 eine 2-1er-Kreatur mit Flash, also wir können sie wie einen Spontanzauber spielen. Und sie hat noch Todesberührung. Dann der Boneyard Worm. Ist ja eine sehr, sehr starke Kreatur für 2 Mana, Sternchen, Sternchen. Und Stärke und Widerstand ist gleich der Anzahl der Karten, der Kreaturenkarten im Friedhof. Also wieder eine Karte, die möglichst viele Kreaturen im Friedhof sehen will und dadurch halt sehr, sehr stark werden kann. Dann haben wir noch die Alluring Siren für 2 eine 1-1er-Kreatur. Ja, tappen, eine Kreatur des Gegners muss angreifen in diesem Zug, aber eher Lückenfüller ist jetzt hier nicht ganz so wichtig. Dann haben wir Dawntreader Elk für 2, eine 2-2er-Kreatur. Wenn man 1 bezahlt und den Elch opfert, darf man sein Deck nach einer Standardlandkarte durchsuchen und diese getappt ins Spiel bringen. Also gleichzeitig ein bisschen Ramp und es schafft eine weitere Kreaturenkarte in den Friedhof, was dem Deck auf jeden Fall gefällt. Und dann Amod Scarab für 3 Mana, eine 1-4er-Kreatur. Und ja, wenn sie das Spielfeld betritt, muss man die obersten 4 Karten der Bibliothek in den Friedhof legen. Also auch ein sehr guter Nebeneffekt. Und dann haben wir den Aether Adept. Für 3 Mana, 2-2er-Kreatur. Wenn sie das Spielfeld betritt, kann man eine Kreatur zurück auf die Hand nehmen, beziehungsweise eine Kreatur beim Gegner zurück auf die Hand bringen. Ist halt ganz gut, um den Weg ein bisschen freizuräumen, den Gegner dann nochmal ja, einen Zug zu klauen, indem man eine starke Kreatur oder eine teure Kreatur zurückbounced, die er dann wieder ausspielen muss. Und ja, auf jeden Fall eine ganz nette Karte. Dann haben wir Brindleboar für 3 eine 2-2er-Kreatur. Ja, wenn man mit ihr nicht mehr angreifen will oder vielleicht noch eine weitere Karte in den Friedhof kriegen will, kann man ihn einfach opfern, um 4 Lebenspunkte zu kriegen, was ja auch nicht das Schlechteste ist. Dann die zweite Rare, die in dem Deck ist, Splinterfright. Ist eigentlich so auch die stärkste Kreatur, ebenfalls Stärke und Widerstand gleich Anzahl der Karten, der Kreaturenkarten im Friedhof. Und hat noch Trampelschaden, was sehr gut ist, weil die kann sehr, sehr, sehr stark werden. Und dadurch, dass sie dann Trampelschaden hat, kann man auch den Schaden sehr leicht an den Mann bringen. Und ja, zu Beginn des eigenen Upkeeps muss man die obersten 2 Karten der Bibliothek in den Friedhof legen. Also dadurch wird sie halt immer stärker. Dann haben wir noch den Tower Geist, sind damit auch beim 4-Mana-Slot angekommen. Für 4 Mana 2-2er fliegender Geist. Und ja, wenn er das Spielfeld betritt, kann man sich die obersten 2 Karten der Bibliothek angucken. Einer davon nimmt man in die Hand und die andere geht in den Friedhof. Also wieder, man Karten, die man braucht, kriegt man auf die Hand. Was man nicht braucht, legt man in den Friedhof. Eigentlich auch sehr gut. Dann haben wir für 4 den Moon Heron 3-2 fliegend. Ja, muss ich nicht viel zu sagen. Acidic Slime für 5 Mana 2-2 Todesberührung mit eingebautem Artefakt, Verzauberung bzw. Land Removal. Auch nicht schlecht. Dann haben wir den Chasm Drake für 5 3-3 fliegend und wenn er angreift, kriegt eine andere Kreatur, die man kontrolliert, ebenfalls Flugfähigkeit. Ist eine ganz nette Möglichkeit, dem Splinter Fright noch Flugfähigkeit zu geben oder dem Boneyard Worm, der leider keinen Trampelschaden hat, den gibt man dann Flugfähigkeit, damit er ungeblockt angreifen kann. Also ist auch eine ganz nette Karte. Und ja, die letzte Karte jetzt hier für die Kreaturen ist auf jeden Fall ein Lückenfüller. Hollowrench Beast für 5/5 Vanilla, also ohne Effekt, eine Kreatur ohne Effekt. Ja, gibt Besseres. Dann Malch, sehr starke Karte, für 2 Mana die obersten 4 Karten aufdecken, alle Länder kriegt man auf die Hand, alles andere geht in den Friedhof. Ja, sind Kreaturen im Friedhof, werden die eigenen Kreaturen wieder stärker, man kriegt natürlich noch Länder, das Deck ist ja auch zweifarbig, wenn man dann irgendwie nur gerade nur Wälder hat, kann man damit auch noch eine leichte Insel finden, also rundum eine Superkarte. Tracker's Instinct ist eigentlich dasselbe wie Malch, nur statt Länder auf die Hand nehmen, darf man alle Kreaturen auf die Hand nehmen. Und die Karte hat zusätzlich noch Flashback. Auch sehr gut. Dann 2 Wrath of Geists für 1 eine Kreaturenverzauberung. Die verzauberte Kreatur kriegt plus X, wobei X die Anzahl der Kreaturen im Friedhof ist. Also seht, auch wieder eine Karte, die sehr schön ins Deckschema passt. Ja, eben habe ich ja schon angesprochen, dass nicht alle Kreaturen Trampelschaden haben. Und dann könnte man ja zum Beispiel auf den Chasm Drake zurückgreifen, um den Kreaturen Flugfähigkeit zu geben. Alternativ kann man die Kreatur auch mit dem Executioner's Hood ausrüsten, um ja Intimidate zu geben. Also die Kreatur kann nur noch geblockt werden von Artefaktkreaturen, beziehungsweise Kreaturen, die dieselbe Farbe haben wie die ausgerüstete Kreatur.
Dann Gnaw to the Bone. Ja, also so eine Karte. Man kann selber aggressiv einfach weiterspielen, ohne Rücksicht auf Verluste, denn damit kann man seine eigenen Lebenspunkte nochmal auffüllen. Wenn die Karte irgendwie in den Friedhof gemüllt wird, kann man sie auch für 3 Mana nochmal flashbacken. Macht eben einfach 2 Leben für jede Kreaturenkarte im Friedhof. Auch nicht schlecht. Dann als letzte Karte haben wir noch Grim Flowering. Für 6 Mana recht teuer, das Deck kann das aber recht gut bezahlen, da durch den Deranged Assistant man ein bisschen Ramp hat. Durch Mulch kriegt man immer noch genug Länder auf die Hand. Ist nicht schlecht, man darf eine Karte ziehen für jede Kreaturenkarte im Friedhof. Das kann auch mal ja, fast nach hinten losgehen, würde ich sagen, wenn man so viele Karten zieht. Dennoch eine gute Karte und ich finde, sie passt auf jeden Fall so ganz schön in die Liste. So, und wie würde ich das Deck verbessern? Ich habe euch links die Deckliste wieder eingefärbt. Und ja, Ghoul Trees natürlich sind super, Boneyard Worms und Splinter Fright. Und ja, da würde ich am liebsten auch jetzt schon direkt wieder auf das Building on a Budget zum Thema Splinter Fright verweisen. Das Video habe ich nämlich schon mal gemacht. Und ihr habt eigentlich jetzt hier das Intro-Pack zu einem Deck gesehen, welches ich selber spiele und ich hier schon vorgestellt habe. Und ja, viele Karten, die hier in diesem Deck drin sind, spiele ich selber im Splinter Fright. Und wer sich noch ein paar Anregungen holen möchte, kann einfach hier auf das Folgevideo klicken, beziehungsweise hier auf mein Building on a Budget Video. Und ja, ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.